Sie führte ein Leben wie niemand anders. Maria Wiesbeck verbrachte ihr ganzes Leben auf einer Alm. Sommer wie Winter, 76 Jahre lang. Der hat dich schon ganz schön lang leben lassen, der liebe Gott, gell? Ja. Findest du das gut? Ja. Finde ich auch gut. Und hast ein schönes Leben gehabt bis jetzt? Ja. Mittlerweile ist die Frau, die alle liebevoll die Oberkasamare nennen, 93. Ich bin schon bei 100. Ja, willst du mal 100 werden? Schauen wir mal, was der liebe Gott sagt. Das ist die Welt der Mare, die Chiemgauer Alpen. Hier liegt die Oberkaser Alm, die letzte Hütte vor dem Aufstieg zum über 1800 Meter hohen Geigelstein. Sie ist seit einem Dreivierteljahrhundert Mares Zuhause. 1941, mitten im Krieg. Marias Vater ist gestorben, aus enttäuschter Liebe zu einem Mann, verlässt die damals 17-Jährige schweren Herzens den elterlichen Hof. Arbeit gibt es für sie dort ohnehin nicht mehr. Die Not im Tal ist groß. Mare geht mit ihrem Vieh auf die Oberkaser Alm und bleibt den ganzen Sommer über. Als die Kühe im Herbst abgetrieben werden, beschließt Mare zu bleiben. Für immer. Auch wenn ihr der Abschied von der geliebten Mutter schwerfällt. Wenn bei der Mama auf den Hügel geguckt bin und den Arm um mich so habe, dass bei mir da bleibt, die habe ich so gern. Das war ganz eine liebe Mama. Ja. Wie haben die geheißen? Mama. Und die ist mir gestorben. Mei. War's traurig? Ja, sehr. Fortan verbringt Mare ihr Leben auf 1600 Metern Höhe. Jeden Frühling, jeden Sommer, jeden Herbst. Und jeden Winter. Bei Sturm, Kälte, Hitze. Die atemberaubende Natur, die Berge, die Wälder, die Wiesen und der See sind ihre Heimat. Hier ist ihr Zuhause. Den beschwerlichen Weg ins Tal nimmt sie nur, um Lebensnotwendiges einzukaufen. Die weite Welt interessiert sie nicht. Sie hat es noch nicht einmal bis München geschafft. Mare verbringt zufrieden und ergeben ein arbeitsreiches, oft einsames Leben, eines voller Entbehrungen. Aber auch ein unabhängiges Leben fernab von Lärm und Hektik der Welt. Im Einklang mit der majestätischen Umgebung und dem Himmel immer nah. Den Wanderern bietet sie auf ihrer Hütte einen kleinen Ausschank. Aber auch viele Burschen von den anderen Almen und sogar vom Tal kommen regelmäßig auf die Oberkaser Hütte. Mare ist eine gute Köchin, eine fürsorgende Gastgeberin. Wie gut Mare für Stimmung sorgen kann, merkt man auch heute. Wenn sie Gäste hat, blitzen noch immer ihr Witz und ihr Charme auf. Ja, der tut Auto fahren. So, komm mal. Haben gesagt, die. Du darfst nur Auto fahren. Ja. So ein Handling. Du bist schon gleich so alt wie ich. Nein, nicht ganz. 81 bin ich. Ja. Und auch schon dort blinden. Ah, danke. Gut, bist du gut benommen. Ja. Bist ganz gut benommen. Ja.
Werner Herzog, der schon als Bub oft auf der Oberkaser Alm war und manches Mal auf Mares Hütte im Heu übernachtet hat, besucht sie auch noch, als er ein weltberühmter Regisseur ist. Einmal bringt er den Reiseschriftsteller Bruce Chatwin mit. Der Weltenbummler und die Frau, die nie vom Berg stieg, man wäre gern bei dem Treffen dabei gewesen. Mare hat ihr Leben lang viele Freunde und Bekannte, ist überall beliebt, aber geheiratet hat sie nie. Wieso hast du jetzt nie einen Mann mögen? Ich habe einen Kopf und der hat nichts gesagt, da kam eine Menge. Wie alt warst du denn da? Ich war ja nicht mehr. Und wieso hat der nichts getaugt? Weil er halt nichts gesagt hat. Warst du noch Jungs und Mädel? Ja. Warst du schon herum? Ja. Und der hat nichts getaugt? Nein. Hast du ihn ausgeworfen? Ja. Aber Mare ist auch ohne Mann glücklich. Ihr Sennerinnenleben füllt sie aus. Sie kümmert sich um die Almweiden, hilft Kühen, ihre Kälber zu gebären, pflegt sie gesund, wenn sie krank sind. Sie macht Käse und Butter, bis im hohen Alter ihre Kräfte nachlassen und sie die anstrengende Arbeit aufgeben muss. Was geblieben ist? Ihre grenzenlose Liebe zu den Tieren und der Natur. Und ihre Zuversicht. Auch wenn sie mit etwas Wehmut an die alten Zeiten denkt. Ist jetzt alles schön, aber so schön ist es nicht mehr. Ja, fehlen dir die Viecher, oder? Alles miteinander. Alles miteinander. Aber das Leben ist trotzdem noch schön, oder? Ja. Ein Leben allerdings, das oft am seidenen Faden hing. Einmal ist Mare fast verhungert, einmal fast erstickt, einmal beinahe erfroren, einmal wäre sie um ein Haar verbrannt. Im Winter 2009 donnert eine Lawine vom Geigelstein, verschüttet ihre Hütte komplett. Nur noch der Schornstein ragt aus den Schneemassen. Erst nach 2 Tagen wird Mare völlig unterkühlt gerettet. Man bietet der 85-Jährigen einen Platz im Altersheim an. Mare weigert sich. Kaum geht es ihr besser, klettert sie zurück in ihre Hütte. Auch alle späteren Angebote, sie ins Tal zu holen und dort zu versorgen, stoßen bei ihr auf taube Ohren. Die Oberkaseralm ist Mares Zuhause. Und sie bleibt es. Ist alles okay. Ich bin da und da bin ich gut. In Mares Hütte hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum etwas verändert. Die 93-Jährige lebt ohne jeden Luxus. Sie kocht und heizt wie eh und je mit Holz, hat keine Waschmaschine, keinen Kühlschrank, keinen Fernseher, noch nicht einmal Strom. Bei ihr fließt kein warmes Wasser aus dem Hahn. Hin und wieder sogar überhaupt keins. Wir haben jetzt einmal gar keins gehabt. Ja, das ist schlecht. Ohne Wasser ist schlecht. Ja. Geht da. Geht da. Dann haben wir Bier, gell, zum Trinken. Ja. Bier, das hat Mare schon immer gern getrunken. Sie ist eine Urbayerin. Aber seit sie keine Zähne mehr hat, ist Bier neben Babynahrung zu einem wichtigen Nahrungsmittel geworden. Einen Arzt lässt die eigensinnige Frau bis heute nicht an sich ran. Stattdessen hat sie sich ihr Leben lang mit Salben und Tinkturen aus Heilkräutern selbst kuriert. Man muss sich eben zu helfen wissen, wenn man frei und unabhängig leben will. Frei und unabhängig. So hat Mare gelebt. Mit unverwüstlichem Optimismus und unerschütterlichem Gottvertrauen. In Demut und Bescheidenheit. Und jetzt schreibe ich ein Buch über den Geigelstein. Wenn du gescheit hinkriegst, ist gut. Da tue ich über dich auch ein bisschen schreiben. Probier das, dass du Ruhe gibst. 3 Jahre lang hat die Autorin Christiane Tramitz Mare immer wieder besucht und ihr zugehört. Sie hat in Archiven recherchiert und mit Zeitzeugen und Weggefährten gesprochen.
Anfang Juni 2017 liegt das fertige Buch über ihr Leben dann in den Händen der 93-Jährigen. Kennst du die Frau? Das bist du? Ja. Und das ist die Oberkaser. Gut. Zwei Wochen später, am 25. Juni, besucht sie einen Freund. Schaut nach dem Rechten, Maria Durst, sie will ein Bier. Hey, Durst. Eine Stunde später ist Maria Wiesbeck tot. Ruhig und sanft, genauso wie sie gelebt hat, hat die Oberkaser Mari unsere Welt verlassen. Uns bleibt ihre Geschichte. Die beeindruckende Geschichte einer starken, eigenwilligen Frau, die selbstbestimmt und frei ihr ganzes Leben auf einer Alm verbracht hat. Die Geschichte einer Frau, die harte Tage erfahren hat, aber auch viele, viele glückliche Jahre.